Hey. So great to see you. Großartig, euch alle zu sehen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu unserem Nationensonntag. Ich bin so glücklich, euch alle in euren traditionellen und zugehörigen Gewändern zu sehen. Und ich grüße ganz besonders die Leute alle zu Hause an den Bildschirmen. Und was ist los? Es ist so toll, euch zu sehen. Wenn du irgendein Bild hast von dir in deinen nationalen Klamotten oder du habt ein besonderes Essen oder eine besondere Redensart, ihr könnt es gerne mit uns teilen. Schickt uns ein Bild. Wir sind so stolz darauf, eine internationale Familie zu sein. Und in unserem Namen Saddleback, der eine Buchstabe, wisst ihr, wofür der steht? Das eine A, es steht für All Nations Congregations, das heißt eine Gemeinde für alle Nationen. Wir sind eine Gemeinde für alle Nationen. Und lasst uns darauf abzielen, lasst uns darauf besinnen. Und ich habe hier ein Wort für uns aus Jesaja 61, Kapitel 10, Kapitel 61, Vers 10 und 11. Ich freue mich über den Herrn und juble laut über meinen Gott, denn er hat mir seine Rettung und Hilfe geschenkt. Er hat mich mit Gerechtigkeit bekleidet, wie mit einem schützenden Mantel. Nun stehe ich da wie ein Bräutigam mit festlichem Turban. Gott, der Herr, wird uns retten und das Gute bei uns wachsen lassen, so wie auf dem Feld und im Garten die Aussaat sprießt und wächst. Alle Völker werden es sehen und uns glücklich machen. Was für ein wunderbares Bild. Und denkt einmal nach, was für unglaubliche Gärten ihr gesehen habt in eurem Leben. Denkt an die wunderbaren Blumen, an die unterschiedlichen Farben. Und wie schön das ist für uns. Und unser Gott liebt Vielfalt. Er hat Blumen geschaffen in all den unterschiedlichsten Formen und Farben und Formen. Und ihm gefällt Vielfältigkeit. Und wir wollen Gott anbeten in unserer Vielfalt, in unserer unterschiedlichen Art und Weise. Als ein Leib, als eine Gemeinde. Und es ist so wunderbar, dass wir das tun können. Und wenn du das erste Mal hier bist heute Morgen, ich empfehle dir, geh zu unserer Website saddleback.berlin und check einfach aus. Du kannst dich verbinden über den Connect-Button. Und über den Connect-Button kannst du mit mir persönlich als Pastor in Verbindung treten. Und die heute hier sind, haltet einfach an auf dem Weg nach draußen und für ein kurzes Gespräch mit mir. So, unsere Anbetung heute wird in unterschiedlichen Sprachen sein, vielleicht auch Sprachen, die ihr gar nicht kennt, aber es wird wunderbar. Lasst uns anbeten. Guten Morgen, Gemeinde. Wie schön, euch in all den unterschiedlichen Farben und Prachten zu sehen. Unsere Unterschiedlichkeit besteht darin, dass fast alle heute Jeans anhaben. Das scheint irgendwie ein All-Star-Nation-Gewand zu sein. Heute singen wir vielleicht einige Lieder in Sprachen, die ihr nicht so kennt, aber versucht einfach mitzusingen. Into darkness.
Before anything else. And we see your kindness in creation. We see your kindness in all you've provided for us. We see your kindness. Und wir preisen dich ob deiner Güte und deiner Barmherzigkeit. Du hast deinen Sohn gesandt, um uns zu erlösen. Du bist so ein guter Gott, du bist so ein freundlicher Vater. Wir sehen deine Größe, deine Freundlichkeit schon daran, wie unterschiedlich du uns geschaffen hast. Und in dieser Vielfalt in deiner Schöpfung, dass wir das genießen können, so hast du uns und diese Welt geschaffen. Danke für deine vielfältigen Gaben. Wir möchten das niemals für selbstverständlich nehmen. Und wir bitten dich, dass du mit uns bist, heute in diesem Gottesdienst, wo wir unsere Vielfalt, aber auch gerade unsere Einheit in dir feiern dürfen heute. Wir bitten dich, dass du zu uns sprichst heute in diesem Gottesdienst, dass du sprichst mit jedem, der auch online mit uns heute verbunden ist, dass deine Güte, deine Liebe sich manifestiert, auch in unseren Wohnungen, in unseren Häusern, in unserem persönlichen Leben. Wir bitten das in Jesu Namen. Amen. Hello guys, my name is David. Hello guys, my name is David. I am a proud citizen of the Rainbow Nation South Africa. As you can see, we love our Springbok rugby team. We happened to win the World Cup last year. We're also very passionate about biltong, which is a meat delicacy that we eat. And then, of course, I enjoy speaking my home language, Afrikaans, and therefore want to say to all of you, God is so lief for Saddleback, and I'm so dankbaar om hier te kan wees. Meaning, God loves Saddleback, and I'm so appreciative of being able to be here. Have an awesome day. حبيبي أنا مارا العراقي من برلين وتحية خاصة لكل الطيبين. Saddleback is the best. Viva Mexico! Viva! We love you, Saddleback. สวัสดีค่ะฉันชื่อเป็นโรซีนะคะเราเป็นคนไทยไฟครอบครัวคนพ่อนะคะพระเจ้าซาดเดิลแบ็กเป็นอวยพระพรจากพระเจ้าในชีวิตของเรา Hi everyone, my name is Rosie and I'm Thai on my dad's side representing Thailand and yeah, so glad that we found Saddleback and are able to be a part of this multinational community. Hello Saddleback, my name is Ruth and I am from Botswana. I'm actually wearing a dress that is made from a German print fabric and we've pretty much adopted it to use for our traditional attire.
From Botswana, we love you and we love Jesus. Rea lerata, rerata Jesu. Magandang araw at mahal namin kayo sa Sadabat Berlin, which means good day and we love you, Sadabat Berlin, from your church family here in the Philippines. Sadabat Santa Rosa. God bless you guys. I'm Brad, I'm from South Africa and I will use colloquial jargon. How's it put? Let's put some boerewors on the bra. Sure, bro, that'll be lekker. I'll be there just now. Just waiting behind a bucky for the robot to turn green. Is it? That's doof. I love Jesus. Ich liebe Jesus. Yo, yo, yo. I'm going to take a... Yo, I know best with truth. Ja, kocham Pana Jezusa. I love Jesus. Again? Yeah, again. I love Jesus. My mom comes from South Africa. My mom comes from South Africa. I love Jesus. I love Jesus. Please stop being a robot. I love God. Λογούμου πεγέμπον αιών ζάμπε. Τοξάζω το Θεό μου. Μίλω γιούζε Ιεσουστή. Salibonani linjani ngilifisela ilanga elihle ekujabuleni kwethu ke All Nations Sunday. Inkosi libusise. Hi everybody, that was Ndebele and I said happy All Nations Sunday and may God bless you. Hey Saddleback, kamusta? Ito nga pala si Paul Christian Aragones, nandito ngayon sa Saddleback family. Ang panalangin ko sa ating simbahan ay sana lalo pa siyang lumago, lalo pa siyang maging kapakinabang para sa ating syudad dito sa Berlin. So what I said is, hey Berlin, this is Paul Christian Aragones representing Saddleback Berlin. My prayer for Berlin is that it will be more prosperous and be a blessing to our city. Happy All Nations Sunday! Hola, me llamo Carlos, soy de Bolivia. And I'm Nicole, and from the U.S. One of the things we love about Saddleback Church is our small group and how international it is, with people from the U.S., Germany, Bolivia, Zimbabwe, and Iran. Hello, what's that say? Ich liebe Jesus. Ich liebe Jesus. Ich liebe Jesus. Oh, wow, what language was that, guys? Tagalog. Filipino. Ruben, go ahead. Can I say it in English? Of course. That's I love Jesus. I love you, Jesus, in Greek. Tagapo Yesu. Liebe Jesus. Liebe Jesus. I want to say my favorite Greek food, and it's called macaroni στο φούρνο. It's like lasagna, but just with a like fresh cream and like little bits of. Wow! Thank you for sharing. That was awesome. Jetzt singen wir ein Lied, das ist Marietta. Dieses Lied wird auf Portugiesisch sein, eine kleine Geschichte. Ich habe dieses Lied gelernt, als ich in Lissabon war letztes Jahr. Und ich kann euch nur sagen, die Menschen in Lissabon wissen, wie man sich um Gäste kümmert. Ich bin in diese Gemeinde gegangen und habe einige portugiesische Lieder gelernt und schätzen gelernt. Und Marietta singt das jetzt für uns, weil sie das natürlich besser machen kann als ich. Ei do meu coração, ser meu monte pra correr, me
minha fonte pra beber minha canção. Rei do meu coração, ser a sombra onde estou, redenção do meu viver, minha canção. Tu és bom, bom. Von Usat. Das war unglaublich. Du bist gut, Gott. Du bist gut. Gott wird uns niemals im Stich lassen. Und auf dieses Versprechen dürfen wir uns verlassen als Gemeinde. Gottes Verheißungen stehen für uns ein, egal wie unser Leben verläuft, egal was in unserem Leben eintritt. Gottes Güte bewahrt uns und steht für uns ein. Was heißt es eigentlich, zu einer Gemeinde zu gehören? Haben wir darüber nachgedacht, einmal Glied in einer Gemeinde zu sein, ein Teil eines Gemeindekörpers? Da möchte ich nur erwähnen, wir haben Class 101, das demnächst wieder stattfindet.
Und da geht es darum, wie man Mitglied in der Gemeinde werden kann. Ich werde dazu einiges sagen und es dauert ungefähr 2 Stunden und es ist eine perfekte Gelegenheit, auch um eure Fragen loszuwerden. Was ist das für eine Gemeinde? Was ist das Ziel eurer Gemeinde? Was ist der Zweck dieser Gemeinde? Und warum kommt es darauf an, Mitglied zu sein? Warum zählt das? Vielleicht bist du das erste Mal seit langer Zeit wieder in einer Gemeindeveranstaltung und du fragst dich, was für einen Sinn und Zweck hat eigentlich mein Leben? Und wir öffnen mit dir zusammen die Bibel und wir schauen das nach. Und gemeinsam können wir darüber nachdenken und herausfinden, was Sinn und Zweck der Gemeinde ist. Du kannst dich anmelden über den Connect-Button online, über saddleback.berlin, oder du kannst uns auch eine Karte schicken oder eine E-Mail schicken an die entsprechende E-Mail-Adresse und dich einfach anmelden. Und wir nähern uns der Adventszeit, einer besonderen festlichen Zeit. Und Menschen haben da auch ganz besondere Nöte, haben Probleme. Und gerade in Berlin, auch gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, wo Menschen getrennt sind, wo Menschen einsam sind, da wo die Weihnachtszeit nicht so verläuft, wie wir uns das vielleicht wünschen oder vorstellen. Und wir wollen Gaben verteilen, Gaben der Hoffnung. Es heißt Food and Faith, das heißt Essen und Glaube. Und wir wollen an verschiedenen Orten dieser Stadt Essen verteilen und unseren Glauben bezeugen. Und so könnt ihr mitmachen. Und einige Informationen werden noch auf euch zukommen, die ganzen Details. Aber wir möchten, dass du und dass wir als Gemeinde, dass ihr euch dafür meldet und mitmacht. An diesem Dienst der Liebe. Ihr könnt euch anmelden, wie gesagt, auch hierfür über den Connect-Button oder über die Karte, die ihr ausfüllt, oder einfach über die E-Mail hello@saddleback.de. Und ihr könnt euch sofort anmelden. Und ich glaube, das ist eine großartige Gelegenheit für uns. Frage. Habt ihr jemals einen Augenblick des Stolzes in eurem Leben erlebt? Ich habe viele solcher Momente, vielleicht mehr, als ich zugeben möchte. Und meine Frau bekommt diese Momente sehr genau mit. Ja, neulich habe ich versucht, IKEA-Möbel zusammenzubauen. Und preis den Herrn für diese maßgeschneiderten Teile von Holz mit Schrauben und Gebrauchsanleitungen. Das ist so toll. Und es ist so, ja, einfach so zweckdienlich. Aber ich sage euch, diese IKEA-Anleitungen, die verändern mich, die machen mich zu einem wütenden und frustrierten Menschen. Ich habe mein Werkzeugkasten, ich habe ein YouTube-Video und die Gebrauchsanleitung und meine Frau ist in dem anderen Zimmer und hört meine Aktivitäten, es hört sich an, als würde ich Tapeten mit dem Hammer an die Wand nageln oder mit einer Kettensäge durch die Möbel fahren. Es ist furchtbar. Eine Stunde später, plötzlich merke ich, okay, jetzt geht's langsam vorwärts mit diesem IKEA-Projekt. Endlich bekomme ich das. Nein, ich brauche keine Hilfe.
und dieser Moment des Stolzes, das einfach dazu führt, dass ich dann was kaputt mache. Kennt ihr das, wenn ihr dann auch manchmal sagt, ich möchte das so machen, wie ich das will? Gott schickt uns manchmal Dinge in das Leben und Situationen, die uns zu ihm wenden sollen, aber aus irgendeinem Grund, unser Stolz stellt sich in den Weg und wir sagen, na, ich habe meine eigene Art, damit klarzukommen. Ich mache das auf meine Weise. Wir sollten dann daran denken, dass Gott einen besseren Weg hat, einen besseren Plan hat. Einen Plan, der uns zu ihm zurückführt. Und Pastor Rick wird darüber sprechen heute, wie man Heilung erfährt, auch gerade aus solchen Niederlagen. Hallo zusammen, ich bin Pastor Buddy Owens. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei seid. Ich lese gerne aus dem Alten Testament und ziehe daraus wichtige Lektionen für unser Leben. Heute treffen wir ein Sklavenmädchen, das sich entschied, barmherzig zu ihrem Herrn zu sein. Und dann treffen wir einen Mann namens Naaman, der wusste, dass er Heilung brauchte. Doch er hatte seine eigenen Vorstellungen davon, wie das vor sich gehen sollte. Bevor wir jedoch zu diesem Bibelabschnitt kommen, möchte ich dir eine Frage stellen. Ist in deinem Leben etwas zerbrochen, das geheilt werden muss? Das könnte körperliche Heilung sein, wie in dieser Geschichte, die wir gleich lesen. Es könnte auch seelische oder finanzielle Heilung sein oder Heilung einer Beziehung. Was auch immer es ist, ich möchte dir drei Prinzipien aufzeigen, die du befolgen musst, wenn du Heilung erfahren möchtest. Wir lesen in 2. Könige 5. Dort steht: Der Heerführer Naaman war hoch angesehen bei seinem Herrn, dem König von Aram, denn durch ihn hatte der Herr Aram Erfolg geschenkt. Doch Naaman war zwar ein großer Krieger, aber er litt an Aussatz. Nun war eine Schar Aramäer in Israel eingefallen. Sie hatten ein junges Mädchen gefangen genommen, das dann als Dienerin zu Naamans Frau kam. Eines Tages äußerte das Mädchen seiner Herrin gegenüber: Ich wünschte, mein Herr würde zu dem Propheten in Samaria gehen. Er könnte ihn von seinem Aussatz heilen. Ich möchte hier unterbrechen und kurz über Naaman sprechen. Naaman war kein Jude, er war ein Aramäer. Oder wie wir heute sagen, ein Syrer. Er war damals ein Feind der Juden. Tatsächlich war er, wie wir gerade gelesen haben, ein Kommandant des Militärs. In einer jener Schlachten nahmen seine Männer ein junges jüdisches Mädchen gefangen und brachten sie als Sklavin in Naamans Haushalt. Doch dann, trotz aller Macht und aller Erfolge Naamans, machte der Aussatz es ihm unmöglich, mit den Menschen Kontakt zu haben. Seine Krankheit machte ihn unberührbar. Wisst ihr, damals war Lepra eine unheilbare und hoch ansteckende Krankheit. Deshalb fürchteten sich die Menschen vor Naaman, nicht nur wegen seiner Macht, sondern noch mehr aufgrund seiner Krankheit. Naaman gehörte also nicht zur Glaubensgemeinschaft. Und Jahwe war nicht sein Gott. Und doch glaubte er dem Zeugnis der jüdischen Sklavin, die ihm sagte, dass ihr Gott ihn heilen könnte. Bevor wir nun die Geschichte Naamans entfalten, möchte ich, dass wir über dieses Mädchen nachdenken und schauen, was wir von ihr lernen können. Die erste Lektion, die wir von ihr lernen, ist: Es gibt Menschen in deinem Leben, die nicht zu Gottes Familie gehören. Aber du weißt, dass sie eine Berührung Gottes brauchen. Vielleicht sind sie mächtiger als du. Aber wenn sie verzweifelt sind, werden sie deine Geschichte und was Gott für dich getan hat, hören wollen. Also, denk einmal kurz über dieses Sklavenmädchen nach. Sie hätte sagen können: Was kümmert mich Naaman nach all dem, was er mir angetan hat? Er hat mich verschleppt, mich meiner Familie und aus meinem Land weggenommen, mich versklavt. Lass ihn doch verrotten. Er bekommt, was er verdient. Sie hätte Naaman bis zu seinem Tod seiner Krankheit ausgeliefert sein lassen können. Stattdessen sagte sie ihm aus Mitgefühl, wie er geheilt werden könnte. Das führt mich zu der Frage: Wie hätte ich an ihrer Stelle gehandelt?
Wie reagiere ich, wenn jemand, der mir Unrecht getan hat, nun in Not ist? Lehne ich mich zurück und sage, gut, endlich gibt es Gerechtigkeit und Rache. Sie bekommen, was sie verdient haben. Gott, nimm sie. Lass sie für das bezahlen, was sie mir angetan haben. Oder handle ich aus Mitgefühl und sage ihnen, wo sie Hilfe finden können. Die Bibel sagt in Römer 12, vergeltet anderen Menschen nicht Böses mit Bösem. Handelt stattdessen so, wie es in der Schrift heißt. Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er durstig ist, gib ihm zu trinken. Und du wirst glühende Kohlen auf sein Haupt häufen. Lass dich nicht von Bösem überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Genau das tat dieses Mädchen. Sie hat das Böse mit Gutem überwunden. Du siehst, man braucht Güte, um Barmherzigkeit anzubieten. Aber, wie wir gleich sehen werden, braucht man Demut, um sie anzunehmen. Naaman demütigte sich und hörte ihr zu. Er musste absolut verzweifelt gewesen sein. Er war einer der mächtigsten Männer weltweit. Doch er demütigte sich und hörte auf ein Sklavenmädchen. Seine Demut rettete sein Leben. Hier ist also die erste Lektion, die es aufzuschreiben gilt. Demütige dich aufrichtig. Um Heilung zu empfangen, muss ich mich aufrichtig demütigen. Das hat Naaman getan, indem dieser mächtige Mann sich entschloss, demütig zu sein und auf eine Sklavin zu hören. Sie sagte ihm, er solle den Propheten des Herrn, ihres Gottes, aufsuchen. In Vers 9 lesen wir, also zog Naaman mit seinen Pferden und Streitwagen zu Elisas Haus und wartete vor der Tür. Naaman tat, was das Mädchen sagte. Er ging zu Elisa. Lass uns darüber mal kurz nachdenken. Elisa ist zu Hause, kümmert sich um seine Arbeit. Als plötzlich dieser Kommandant mit einem Zug Soldaten auftaucht und von Elisa verlangt, ihn zu heilen. Versetze dich einmal in Elisas Lage. Was würdest du tun, wenn ein Typ mit einem Haufen bewaffneter Männer vor deiner Haustür auftauchen und sagen würde, ich habe gehört, du betest zu einem Gott, der Menschen heilen kann, also mach, dass er mich heilt. Schau dir Elisas Vertrauen an. Er hätte Gericht über Naaman herabrufen können, obwohl er eine Armee bei sich hatte. Woher wissen wir das? Lass uns mal ein paar Kapitel zurückgehen. Dort steht in 2. Könige 2. Danach ging Elisa weiter hinauf nach Bethel. Auf dem Weg begegneten ihm ein paar kleine Jungen aus der Stadt. Sie verhöhnten ihn und riefen, komm her, du Glatzkopf! Komm her, du Glatzkopf! Elisa wandte sich um. Als er sie sah, verfluchte er sie im Namen des Herrn. Da kamen zwei Bärinnen aus dem Wald heraus und zerrissen 42 von ihnen. Das ist einer meiner Lieblingstexte in der Bibel, aus offensichtlichen Gründen. Wenn Gott Bären schickte, um einen Haufen Typen anzugreifen, weil sie Elisa wegen seiner Glatze gehänselt hatten, und das sollte euch allen eine Lehre sein, dann hätte Gott Elisa sicherlich von Naamans Truppen schützen können. Aber Gott hatte einen Plan. Und Elisa wusste das. Als Naaman also auf Elisas Veranda auftauchte, ging Elisa noch nicht einmal hinaus, um ihn zu sehen. Die Bibel sagt Folgendes. Elisa ließ ihm durch einen Diener ausrichten, geh und wasche dich 7-mal im Jordan. Dann wird deine Haut wieder gesund und du wirst geheilt sein. Elisa schickte seinen Diener mit einer Botschaft. Ich liebe es, mich in all diese verschiedenen Charaktere hineinzuversetzen, mir vorzustellen, dieser Diener zu sein. Wie würdest du diese Nachricht überbringen? Diesen mächtigen Mann namens Naaman, der eine ganze Armee bei sich hat. Ich kann mir vorstellen, dass der Diener sagte, entschuldige Herr, mein Herr hat zu viel zu tun. Er kann nicht selbst zur Tür kommen. Aber er hat mir aufgetragen, dir zu sagen, dass du ein Bad nehmen musst. 7-mal, mein Herr. Und habt einen guten Tag. Kannst du dir vorstellen, dass du dieser arme Kerl bist? Ich bin sicher, er dachte, dass Naaman ihn töten würde. Schau, was in Vers 11 steht. Da ging Naaman ärgerlich fort. Ich hatte angenommen, dass er persönlich zu mir kommt, sagte er. Ich hatte erwartet, dass er die Hand über die aussätzige Haut ausstrecken, den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen und mich heilen würde. Siehst du, auch Naaman hatte einen Plan. Seine Erwartung, achte genau darauf,
Seine Erwartung gründete sich auf seine Arroganz. Er hatte schon entschieden, wie Gott ihn heilen sollte. Hast du dich jemals im Voraus entschieden, wie Gott handeln soll? Du hast ein Anliegen und du weißt genau, was Gott tun sollte, um deine Bedürfnisse zu befriedigen und sich für dich einzusetzen. Du bist überzeugt, dass du weißt, was das Beste für dich ist. Du musst Gott nur dazu bringen, dir einen Moment zuzuhören. Aber der Herr sagt in Jesaja 55, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt der Herr, und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Siehst du, Lepra war nicht Naamans größtes Problem. Was war das größte Problem? Stolz, Arroganz, Sturheit. Sicher, er hatte Aussatz. Aber fast ließ er zu, dass sein Stolz sich zwischen ihn und ein Wunder stellte. Sein größtes Problem war die Arroganz. Naaman wollte so sehr die Kontrolle behalten. Er wollte in der Lage sein, Gott zu sagen, was Naaman wollte und wie Gott dieser Not begegnen sollte. Er hatte sich das alles genau ausgemalt. Und deshalb war er wütend, als die Dinge nicht so liefen, wie er es geplant hatte. Naaman wollte Prunk und Drama. Er erwartete, dass man ihm eine gewaltige Aufgabe übertragen würde, um als Lohn dafür geheilt zu werden. Er wollte mit Respekt behandelt werden. Er wollte von dem Propheten geehrt werden. Stattdessen musste er Befehle von einem Diener entgegennehmen und in einen Fluss springen. Und nicht nur in irgendeinen Fluss. Es musste der Jordan sein, der Fluss der Juden. Dieser Fluss gehörte zu jenen Leuten. Siehst du, Naaman war ein Fanatiker. Hör mal, was er in Vers 12 sagt. Sind der Abana und der Parpar in Damaskus denn nicht besser als alle Flüsse Israels? Warum kann ich mich nicht in ihnen waschen und geheilt werden? Und er drehte sich um und ging zornig fort. Das habe ich schon so oft gesehen. Wir haben eine vorgefasste Meinung davon, wie Gott handeln soll, auf der Grundlage unserer Agenda, unserer Bequemlichkeit, unseren Regeln, unseren Vorurteilen, unseres Gefühls von Verdienst oder Selbstwert. Und dann geraten wir alle aus der Fassung, wenn Gott sich nicht unseren Erwartungen entsprechend verhält. Aber im Gebet geht es nicht darum, Gott meinem Willen anzupassen. Im Gebet geht es nicht darum, Gott zur Vernunft zu bringen. Gebet soll mich zu Gottes Vernunft bringen. Im Gebet geht es darum, mich an Gottes Willen anzupassen. Deshalb hat uns Jesus gesagt, dass wir so beten sollen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Anders gesagt, Gott, es liegt in deiner Hand. Das ist, was ich möchte, aber es liegt an dir. Das ist, was ich brauche, aber es liegt in deiner Hand. Du kannst nicht mit Glauben und Arroganz zur gleichen Zeit zu Gott kommen. Du kannst nicht sagen, Gott, dein Wille geschehe, solange es läuft, wie ich es will. Du musst sagen, Herr, was möchtest du, dass ich tun soll? Also, Naaman ging wütend weg. Vers 13. Seine Begleiter aber redeten ihm gut zu. Herr, sprachen sie zu ihm, wenn der Prophet etwas Großes von dir verlangt hätte, hättest du es dann nicht getan? Wie viel eher solltest du ihm gehorchen, wenn er dich nur auffordert, bade dich, damit du wieder gesund wirst? Hier ist etwas, was ich, wenn ich mir diese Geschichte anschaue, sehr interessant finde. Es scheint so, dass da jemand am meisten in dieser Geschichte spricht. Es sind die Diener. Eine Magd, die Naaman sagte, er soll zu Elisa gehen. Elisas Diener sagte Naaman, dass er ein Bad nehmen soll. Und Naamans Diener, die ihm zuredeten, zu tun, was Elisa ihm gesagt hatte. In allen drei Fällen musste Naaman sich demütigen, um auf Leute zu hören und zu gehorchen, die einen niedrigeren Stand als er haben. Der Kommandant einer Armee musste Aufträge von Dienern annehmen. Nur durch die Bereitschaft zur Demut konnte Naaman Freiheit und Heilung erleben. Diejenigen von uns, die in irgendeiner Form Autorität ausüben, müssen diese Lektion von Naaman lernen. Demütige dich aufrichtig. Das kann manchmal heißen, auf die Menschen in unserem Umfeld zu hören, besonders auf die, die wir für unterlegen halten. In der Bibel steht, Gott hat das auserwählt, was in den Augen der Welt gering ist,
um so diejenigen zu beschämen, die sich selbst für weise halten. Er hat das Schwache erwählt, um das Starke zu erniedrigen. Er hat das erwählt, was von der Welt verachtet und gering geschätzt wird, und es eingesetzt, um das zunichte zu machen, was in der Welt wichtig ist, damit kein Mensch sich je vor Gott rühmen kann. Die Diener Naamans überredeten ihn, Gottes Plan zu befolgen. Und Gottes Plan war einfach. Es gab keine großen Kraft- oder Mutproben, nichts, was man bezahlen könnte, keine Reifen, durch die man springen musste, keine Gerechtigkeitsübung, einfach nur Demut. Wasch dich einfach und werde rein. Es hat Naaman keinen Penny gekostet. Es hat ihn nur seinen Stolz gekostet. Manchmal sind Gottes Wege zu einfach, um sie zu glauben. Wie auch der Weg der Erlösung zu einfach ist. Alles, was du tun musst, ist dein Vertrauen auf Jesus zu setzen. Setze dein Vertrauen auf Gottes Heilung. Das ist alles. Aber manche Leute möchten es komplizierter haben. Aber das ist es nicht. Es geht allein darum, Glauben zu empfangen, bekennen und Vergebung erfahren, waschen und rein sein. Naaman musste sich nicht beweisen. Er musste nur demütig sein. Stolze Männer sind sich selbst die schlimmsten Feinde. Es ist Stolz, der zwischen den menschlichen Bedürfnissen und Gottes Gnade steht. In der Bibel steht, Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Wenn du Gottes Berührung in deinem Leben brauchst, wenn du Gottes Gnade brauchst, dann erfährst du sie nur durch demütigen Gehorsam. Erst als Naaman demütig war, geschah das Wunder. Und wie sah Demut für Naaman aus? Es bedeutete, auf Menschen zu hören, auf die er herabschaute. Es bedeutete, den Anweisungen des Gottesmannes zu folgen, auch wenn er es für lächerlich oder für unter seiner Würde hielt. Es bedeutete vollständigen Gehorsam. Das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Wenn ich Heilung erfahren möchte, dann geschieht das durch aufrichtige Demut und vollständigen Gehorsam. Gehorche Gott vollständig. Teilweise Gehorsam ist ungehorsam. Vers 14. Also ging Naaman hinab an den Jordan und tauchte sich 7-mal unter, wie der Mann Gottes es ihm befohlen hatte. Da wurde seine Haut so gesund wie die eines kleinen Kindes und er war geheilt. Gehen wir mit Naaman in das Wasser. Was dachte er, nachdem er das erste Mal untergetaucht war und nichts passierte? Dachte er, dass er hier Zeit vergeudet oder dass man ihm einen grausamen Scherz spielte? Was dachte er beim vierten Mal oder beim fünften Mal? Was dachte er beim sechsten Mal, als er immer noch Lepra hatte? Zweifel, Verwirrung, Wut, Hoffnungslosigkeit? Und dann stell dir das siebte Mal vor. Rein, frei, Vergebung, wiederhergestellt und gedemütigt. Es brauchte völligen Gehorsam, dies alles zu tun, was Gott von ihm forderte. Keine halben Sachen, sondern vollständiger Gehorsam. Naaman musste 7-mal im Wasser untertauchen, um geheilt zu werden. Was wäre gewesen, wenn Naaman nach dem 3. Mal aufgehört hätte? Denken wir noch einmal darüber nach. Naaman gehörte nicht zu dieser Glaubensgemeinschaft. Jahwe war nicht sein Gott, doch Gott heilte ihn. Warum? Weil Wunder dem Zweck der Buße dienen. Gott macht keine Wunder, um anzugeben. Das Ziel von Wundern ist es, lebensverändernde Buße zu bewirken. Schauen wir, was Jesus dazu sagte. Danach begann Jesus, die Städte anzuklagen, in denen er die meisten seiner Wunder vollbracht hatte. Warum? Ihre Einwohner waren dennoch nicht zu Gott umgekehrt. Welche Schrecken erwarten euch, Chorazin und Bethsaida? Denn wenn ich die Wunder, die ich bei euch getan habe, in den gottlosen Städten Tyrus und Sidon getan hätte, hätten ihre Einwohner schon längst ihre Schuld bekannt und sich zum Zeichen ihrer Reue in Säcke gehüllt und Asche auf ihre Häupter gestreut. Nun zur dritten Lektion.
demütige dich aufrichtig, gehorche vollständig und drittens, kehre unverzüglich um. Ich muss unverzüglich umkehren. Wenn Gott dein Leben berührt, wenn er deine Gebete erhört, dann musst du tun, was Naaman tat. Du musst umkehren. Er wendete sein Herz dem Herrn zu. Merkst du, dass er sein Leben nicht ändern konnte, bevor Gott ihn geheilt hatte? Er veränderte sich, nachdem Gott ihn geheilt hatte. Er veränderte sich als ein Zeichen der Dankbarkeit und Anbetung. Schauen wir uns Vers 15 an. Ich weiß jetzt, dass es keinen Gott auf der Welt gibt, außer in Israel. Dein Diener wird keinem anderen Gott als dem Herrn jemals wieder Brandopfer oder andere Opfer bringen. Wir sehen, es genügt einfach nicht, von Gott berührt zu werden und zu sagen, gut, nun sind wir darüber hinweg und ich kann auf meine alten Wege zurückkehren. Es muss auch eine Veränderung in deinem Innersten geschehen. Die Heilung für Naamans Lepra heilte ihn von seinem Götzendienst und ließ ihn an Gott glauben. Naaman hatte Macht, Einfluss, Autorität, Ansehen, Stellung und Stolz. Aber dies alles legte er beiseite und erniedrigte sich selbst, um gesund zu werden. Was soll Gott für dich tun? Bist du bereit, Dinge auf seine Weise zu tun? Bist du bereit, dich seinem Plan und seinem Zeitplan zu unterstellen? Wie sehr möchtest du gesund werden? Wie sehr wünschst du dir, frei zu werden? Wie verzweifelt wünschst du dir, dass Gott etwas in deinem Leben tut? Welche Art der Heilung brauchst du? Was passiert, wenn Gott von dir etwas fordert, was du nicht tun willst? Wirst du dann mit den Augen rollen und zornig davonmarschieren? Oder wirst du demütig sein und tun, was er sagt? Vielleicht hat Gott gefordert, dass du etwas tun sollst und du hast dich dagegen gewehrt, weil du denkst, dass das unter deiner Würde ist. Demut ist der Schlüssel, der die Tür zu Gottes Gnade aufschließt. Denke daran, dass Gott den Demütigen Gnade schenkt. Der einzige Weg, geheilt zu werden, ist, demütig zu sein. Lass nicht zu, dass dein Stolz zwischen dir und einem Wunder steht. Hat Gott von dir gefordert, etwas zu tun und du hast dich geweigert? Was hat dich das gekostet? Was verweigerst du dir damit selbst? Was versäumst du, indem du den Gehorsam verweigerst? Musst du jemandem vergeben? Musst du dich bei jemandem entschuldigen? Musst du auf jemanden hören und seinen Rat beherzigen? Musst du, wie Naaman, deine Vorteile ablegen? Oder vielleicht beziehst du dich in dieser Geschichte mehr auf die Magd. War jemand unfreundlich zu dir oder hat dich ungerecht behandelt? Hast du gedacht, dass deine Freundlichkeit vielleicht deren Leben verändern könnte? Du musst eine Entscheidung treffen. Du kannst auswählen, ob du Böses mit Bösem vergelten oder Böses mit Gutem überwinden willst. Stellen wir uns vor, dass ihr Akt der Barmherzigkeit zu Naamans Heilung und höchstwahrscheinlich auch zu ihrer Freiheit geführt hat. Ich weiß, das ist eine Menge zum Nachdenken. Lasst uns beten und es gemeinsam vor den Herrn bringen. Vater, wir sind so dankbar für dein Wort, dass du uns nicht ohne Tröster zurückgelassen hast, dass du uns nicht ohne Anweisungen für unser Leben zurückgelassen hast. Wir sind so dankbar für dein Wort und deinen Geist. Und Herr, ich bete für jeden, der diese Botschaft heute hört, der Heilung braucht, sei es körperliche, geistige oder seelische Heilung, finanzielle Heilung und Heilung einer Beziehung. Herr, ich bete durch deinen Heiligen Geist, dass du unsere Herzen bewegst, dass du uns leitest, wie du Naaman geleitet hast, damit wir in aufrichtiger Demut, vollständigem Gehorsam und unverzüglicher Umkehr handeln. Sage nun doch zu dem Herrn in deinen eigenen Worten:
Herr, prüfe mein Herz. Gibt es etwas, wovon ich umkehren muss? Gibt es etwas, was ich loslassen muss, weil es mich heute von deiner Gnade fernhält? Und wenn der Herr etwas in deinen Gedanken aufkommen lässt, dann bekenne es ihm. Sag einfach, ja, Herr, ich erkenne es. Durch deine Gnade lasse ich es los. Und nun bitte ich dich, Herr, lenke meine Schritte und zeige mir das, was ich tun muss, damit ich für deine heilende Hand erreichbar bin. Vater, ich bete für alle, die zuhören, dass du in deiner Gnade unser Gebet in Barmherzigkeit annimmst und Heilung schenkst. Herr, für die unter uns, die vielleicht wie das Sklavenmädchen sind, die durch andere verwundet, misshandelt wurden und denken, sie hätten ein Recht dazu, am Groll festzuhalten. Herr, ich bete, dass du in ihrem Leben tust, was du im Leben von diesem Mädchen getan hast, dass du uns veränderst und hilfst, loszulassen und Barmherzigkeit und Mitgefühl zu zeigen und Böses mit Gutem zu vergelten. Und wenn da einige sind, die ihr Leben noch nicht Christus übergeben haben, vielleicht geht es dir wie Naaman, du warst noch kein Teil der Glaubensfamilie, dann bete jetzt so, in deinen eigenen Worten. Sage, lieber Gott, ich kann nicht alles davon verstehen, aber ich weiß, dass ich dich brauche. Und so gebe ich mich, so gut ich es weiß, mit all dem, was ich von mir selbst weiß, all dem, was ich von dir weiß. Und ich bitte dich, mich anzunehmen, mir meine Sünden zu vergeben und mich zu heilen. Jetzt, heute, möchte ich ein neues Leben mit dir beginnen. Und ich bitte dies in Jesu Namen. Amen. Demut führt uns auf den Weg der Heilung. Und diese Geschichte von Naaman, ich habe das Gefühl, diese Geschichte erzählt sehr viel darüber und hat ihre Fortsetzung gefunden in der Geschichte seines Volkes. Gott ist in das Leben Naamans getreten und hat sein Leben verändert. Und Naaman musste nicht viel tun dazu. Er musste einfach nur annehmen, was Gott von ihm wollte. Ob du das erste Mal hier bist oder das 100. Mal, wie sieht es für dich aus, in Demut etwas anzunehmen? Wenn du sagst, Gott, wenn ich darüber nachdenke, welche Unabhängigkeiten, welche Stärken ich habe und ich in dieser Kraft meiner Unabhängigkeit mein Leben bestreite und mein Glaube über die Gemeinde, ich möchte eigentlich umdenken, auch meine Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber, meine Verpflichtungen dir gegenüber, ich möchte umdenken, Herr. Ich merke einfach, ich möchte nicht mehr nur mit meiner Kraft durch dieses Leben gehen. Ich brauche andere Menschen. Ich brauche die Familie der Gemeinde. Ich brauche dich, Herr. Ich sollte in einer Kleingruppe sein, weil ich das einfach alles nicht alleine schaffe. Gott hat uns für Gemeinschaft geschaffen. Ich habe viel Zeit, ich habe viele gute Eigenschaften, ich habe Talente und für mein tägliches Leben und für meine Arbeit und ich bringe mich voll ein und Gott sagt mir, ja, setz doch diese Eigenschaften auch für deine Gemeinde ein. Hier sind Gelegenheiten und das kann ein Schritt einer Heilung sein für dich. Also our online.
Ich möchte noch mal erinnern an den Connect-Button. Benutzt den einfach oder die Karte, die hier im Gottesdienst auslegt, und überlegt euch wirklich im Gebet vor Gott, ob ihr irgendwo dienen könnt oder ob ihr euch einer Kleingruppe anschließen könnt. Ob ihr zu einer dieser Klassen geht. Und heute um 3 Uhr wird eine solche Klasse stattfinden. Ihr könnt dabei sein. Es wird online sein. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da mitmacht. Und wir wollen jetzt noch ein Lied singen für unseren Nationensonntag heute. Und wenn ihr geben wollt, auch als einen Schritt in der Anbetung, dann dürft ihr das gerne tun. Ihr könnt online spenden, ihr könnt auch hier in der Gemeinde spenden. Nehmt das einfach als Dienst im Gebet für Gott und als Zeichen eurer Liebe, Gott gegenüber und uns gegenüber. Herr, du bist würdig, angebetet zu werden, und du bist würdig, auch unsere Spenden zu segnen. Ich fand es so großartig, heute mit euch hier diesen Nationensonntag zu verbringen, und vielen Dank, dass ihr mit dabei seid. Gott segne euch. Wir sind jetzt am Ende unseres Gottesdienstes und wir wollen ein Lied noch zusammen singen. Und ich glaube, dieses Lied ist wichtig im Licht der Predigt, die wir gehört haben. Es ist in Kossa, das ist eine afrikanische Sprache. Kossa ist eine der 11 offiziellen Sprachen in Südafrika. Und es ist ein Lied über Psalm 42. Ich hoffe, ihr könnt dem folgen, ist dieser ganz. When I wake.
sondela gue. Und vielleicht wisst ihr, wie das ist, wenn man 6 Stunden lang gar nichts getrunken hat, wie durstig man ist. Und es ist mein Gebet, dass das unser Verlangen Gott gegenüber ist. Dass wir alles versuchen, Gott zu finden. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Und ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Grüßt einander noch, bevor ihr hier auseinandergeht, und grüßt uns auch online. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Gottes Segen.